Einen künstlerischen Leckerbissen der besonderen Art gibt es zurzeit in der Stubengalerie in Goslar zu bewundern. Die Ausstellung Akt, Malerei, Zeichnung, Radierung, Lithografie und Skulptur. Für den Betrachter ist die Annäherung an die Darstellung des unverhüllten menschlichen Körpers manchmal schwieriger als für den Künstler. Auch heute noch haben viele Menschen Probleme mit der Nacktheit, selbst in der Kunst. Dabei ist die Zeichnung, das Gemälde oder die Skulptur des nackten menschlichen Körpers fast ebenso alt wie die Kunst selbst, wie uns Funde aus vorgeschichtlicher Zeit aus der ganzen Welt gezeigt haben. Was ist also für die einen anziehend, vielleicht sogar erotisch, was auf andere vielleicht abstoßend wirkt oder sogar moralische oder religiöse Gefühle verletzt? Stimmt da etwas mit uns Menschen nicht oder sind möglicherweise Bedenken der genannten Art übertrieben? Sind das Spießer, die das nicht mögen? Und sind die anderen vielleicht unmoralisch, die sich in einem Aktbild verlieren können oder die von einer Skulptur fasziniert sind? Und sie waren beide nackt und schämten sich nicht, heißt es in der Bibel von Adam und Eva im Paradies. Genauso leben die beiden Skulpturen von Jürgen Neumann im Garten der Galerie. Grob bearbeitet, erdverwachsen, derb und doch voller Emotionen, voller Leben, neugierig. Aber der Zeigefinger ist nicht zu übersehen. Der Apfel in Evas Hand, die zaghaft abwehrende Handbewegung Adams. Wir wissen, wie es ausging. Das hilft uns also nicht weiter, beantwortet keine Fragen. Also hängen wir weiter unseren Gedanken nach bei der Betrachtung der Bilder und Plastiken. Männer wie Frauen haben hier Männer und Frauen geschaffen, sei es als Skulptur im Raum oder mit Stift und Pinsel auf der Fläche. Chagall, Picasso, Leiberg, Liebermann, alles Männer. Aber auch Elvira Bach, Hannelore Heise, Sabine Hoppe und Cornelia Schleime, alles Frauen. Es muss also etwas dran sein am Akt. Vielleicht liegt die Antwort in uns selbst. Die Evolution oder auch der Schöpfer, Gott für alle, die sehr religiös sind, hat diese Anziehungskraft des nackten Körpers ursprünglich dazu gemacht, damit wir nicht aussterben. Ohne diese Attraktion gäbe es uns nämlich nicht mehr und das scheint der Urgrund zu sein. Letztlich ist es also Liebe, um die es hier geht. So haben wir das einmal in unserer sprachlichen Armseligkeit genannt. Es ist eine Erfindung Gottes, wenn man so will. Vielleicht sollten wir so sein wie Adam und Eva. Sie schämten sich nicht. Bis zur ersten Juliwoche können Sie es ausprobieren. In der Stubengalerie in Goslar, Nähe Museum.